Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Bielefeld-App, ich hatte euch noch ein paar Fahrimpressionen versprochen. Ich sitze jetzt in der Tat in einem ID.3. Wir fahren mit 5 dieser Fahrzeuge in Kolonne hintereinander her, machen also eine Probefahrt und ich kann euch sagen, es macht richtig Spaß und es ist richtig beeindruckend. Das erste Erlebnis war überhaupt das Losfahren. Man setzt sich in ein Auto, man drückt die Bremse, dann drückt man das Gaspedal, was man ja gar nicht mehr Gaspedal nennen kann. Es ist nur dazu da, Strom zu geben. Und das Auto fährt los, ohne dass man vorher ein Motor angemacht hat. Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl, zumal es vollkommen geräuschlos funktioniert. Und schon hat man die ersten Meter zurückgelegt. Aber nachdem man ein paar Meter gefahren ist, hat man doch gleich das Gefühl, in einem richtigen Auto zu sitzen. Die Bedienung ist, wenn man Auto fahren kann, intuitiv. Ich habe rechts ein Gaspedal, damit werde ich schneller. Ich habe links eine Bremse, damit bremse ich. Besonderheit: beim Bremsen wird Energie in die Batterie zurückgespeist und das erweitert meine Reichweite. So macht bei diesem Auto sowohl das Gasgeben Spaß, also das Schnellerfahren, als auch das Bremsen, weil es nämlich die eigene Reichweite erhöht. Besonderheit beim Gasgeben ist aber, kann ich euch sagen, die Beschleunigung. Egal mit welcher Geschwindigkeit man gerade irgendwie fährt, wenn ich den rechten Pin runterdrücke, merke ich es im Rücken, weil dieses Auto geht richtig nach vorne. Also auch wenn die ersten paar Meter vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, ich fühle mich in diesem Auto hier richtig wohl, da es als Elektroauto konzipiert worden ist, also kein umgebauter Verbrenner ist, sondern tatsächlich von vornherein als Elektroauto geplant worden ist, hat man in diesem Auto auch richtig Platz. Es gibt keinen Mitteltunnel, man hat Armfreiheit, also selbst ich sitze in diesem Auto richtig bequem, fühle mich wohl und fahre hier im Tross durch die Umgebung rund um Bielefeld. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr auch mal irgendwie die Gelegenheit bekommen solltet, eine Probefahrt zu machen, nehmt das auf jeden Fall wahr, denn so ein Auto zu fahren ist schon was Besonderes. Also man könnte ja meinen, irgendwie Elektroauto, das bedeutet Vernunft, aber ja nix aber, es macht Spaß. Also in dem Sinne kann ich euch nur sagen, denkt dran, du, die Stadt, die App, die Bielefeld-App, wissen, was los ist. Mir macht das einen Heidenspaß. Ihr könnt euch direkt an Steinböhmer wenden, wenn ihr auch mal ein Elektroauto-Probe fahren wollt. Und ansonsten sage ich, wir sehen uns und entlasse euch mit ein paar Impressionen hier von unserer Tour.